Nördlich des Schwarzbachtals, auf der Sickinger Höhe, liegt das Dorf Maßweiler. In Maßweiler leben ca. 950 Einwohner und das Dorf ist eine der flächenmäßig größten Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. An der östlichen Gemarkungsgrenze von Maßweiler finden Besucher des Ortes heimische und exotische Wildtiere. Nicht nur in Form von Skulpturen, sondern auch lebendige Füchse, Waschbären und Tiger auf dem Gelände von Tierart. Der Name der Wildtierstation Tierart steht für den Tier- und Artenschutz. Vor Ort werden heimische und exotische Wildtiere medizinisch versorgt und ausgewildert bzw. bei Bedarf dauerhaft untergebracht. Der Verein wurde 1999 gegründet, um Tiger aus einem ehemaligen DDR-Zirkus zu retten. 2001 kaufte der Verein dann das 14 Hektar große ehemalige US-Militärgelände in Maßweiler. Es wurde dann damit begonnen, diese Wildtierstation hier aufzubauen, also Gehege zu bauen für Waschbären, auch verschiedene Wildtiere aufzuziehen, Füchse, Rehe und so weiter. Und dann kam eigentlich im Jahr 2013 der Kontakt mit Vier Pfoten zustande, dadurch, dass man an verschiedenen Tigerrettungsaktionen gleichzeitig gearbeitet hat. Und Vier Pfoten war auf der Suche nach einem Ort, wo man eine Auffangstation für Großkatzen aufbauen kann. Und der Verein Tierart hatte hier das Gelände und auch die Genehmigung, aber eben nicht die finanziellen Mittel. So hat sich das ganz gut zusammengefunden und Vier Pfoten hat dann 2016 mit Tierart e.V. die gemeinnützige GmbH gegründet. Und seitdem ist Vier Pfoten praktisch unsere Dachstiftung, kann man so sagen. Also die betreibt hier das Gelände und unterstützt uns natürlich entsprechend. Mittlerweile leben ungefähr 70 Tiere permanent bei Tierart. Ein Großteil sind die Schafherde und die Waschbären. In der Wildtierstation findet man aber auch mehrere Polar- und Silberfüchse, einen Serval, einen Puma und drei Tiger, darunter der Neuzugang Charlotte. In Deutschland gibt es für die Haltung dieser exotischen Tiere kein übergreifendes Gesetz, das die Haltung der Tiere regelt oder verbietet. Fast die Hälfte aller Bundesländer haben gar keine Regelung zur Wildtierhaltung. Und auch offizielle Gelder, die zum Aufziehen oder der Unterbringung beschlagnahmter Wildtiere gebraucht werden, gibt es kaum. Die Auffangstation Tierart finanziert sich deshalb nur durch Spenden und durch ihr Angebot für Besucher. Man kann unsere Station besuchen, allerdings nur im Rahmen von Führungen. Das heißt, wir sind kein Zoo oder kein Wildpark, wo man einfach durchläuft, sich die Tiere anguckt oder gar Tiere streicheln oder füttern kann. Uns ist es ganz wichtig, dass die Leute hier wirklich auch ja, was mitnehmen, dass die wirklich zum Nachdenken auch angeregt werden, weil wir hier eben die Botschaft der Tiere sozusagen haben für verschiedene tierschutzrelevante Themen. Ob das jetzt das Thema Zirkus ist, ob das Pelz ist, ob das Wildtierhandel oder Wildtierhaltung in Privathand ist. Da haben wir diese speziellen Tiere, die alle eine Geschichte haben. Und da ist es uns wichtig, dass die Leute auch diese Geschichte erfahren, dass die einen ganz speziellen Bezug auch zu den Tieren haben und nicht nur sehen, da sitzt jetzt ein Tiger, sondern das ist der Tiger Charlotte und die Charlotte hat diese Geschichte und deshalb ist sie jetzt hier. Also das ist so das, was uns, glaube ich, ausmacht und was Besucher auch bei uns schön finden. Auf dem Gelände der Wildtierstation finden Besucher außerdem Ausstellungen zu den Themen Pelz, Handel mit Produkten von Tigern, Tiere im Krieg und Wildtiere im Zirkus. Hier können Besucher einen Zirkuswagen und die Manege betreten und selbst erfahren, wie die Tiere die Zirkushaltung erfahren. Auf der Webseite www.tierart.de können sich die Besucher zusätzlich über die Geschichten der Tiere, die Arbeit der Wildtierstation und der internationalen Organisation Vier Pfoten informieren. Im gleichen Tal liegt die denkmalgeschützte Kneispermühle. Sie ist eine ehemalige Bannmühle aus 1440 und besitzt heute einen Biergarten, Übernachtungsmöglichkeiten und die Besucherlieblinge, drei Gänse, die auf dem Gelände frei herumlaufen. Das Gasthaus liegt direkt am 37 Kilometer langen Mühlenwanderweg und am Keltenpfad. Nur einen Kilometer von der Kneispermühle entfernt findet man die Keltendusche, deren Name von dem Standort im ehemaligen Siedlungsgebiet der Kelten abstammt.
Aber nicht nur im Wald, sondern auch im Ortskern finden Besucher des Dorfes Relikte aus alten Zeiten. Auf dem Josefshof hat Wolfgang Fuhrmann sein Museum für alte Küchenutensilien und seine ungefähr 600 Waffeleisen geöffnet. Wir hatten damals 2002 das erste Mal mitgemacht beim Tag des offenen Denkmals. Da wurden wir vom Land Rheinland-Pfalz gefragt, ob wir da die Türen öffnen könnten, weil dieser Hof, dieser denkmalgeschützte Hof, als Denkmalzone ausgewiesen ist. Und da haben wir mitgemacht und haben eine kleine Ausstellung gemacht mit alten Geräten aus Küche und Haushalt. Insbesondere hatten wir auch einige Waffeleisen gesammelt. Das waren damals so circa 30 Stück. Und die Leute, die da waren, waren sehr erstaunt, dass es so viele verschiedene Waffeleisen gibt. Seine Sammelleidenschaft startete im Frühjahr 2001 mit einem Flohmarktbesuch. Dort findet Fuhrmann auch heute noch neue Exponate und stellt sie in den Gebäuden des denkmalgeschützten Bauernhofs aus. Der 1801 gebaute Hof stammt aus Familienbesitz und wurde von Wolfgang Fuhrmann knapp 40 Jahre nach Stilllegung in 1951 übernommen. Im Backhaus des Hofs werden bei Führungen auch heutzutage noch belgische Waffeln wie vor 50 bis 100 Jahren gebacken. Die Tradition des Waffelbackens ist jedoch weitaus älter. Also das Waffelbacken, die Geschichte kommt aus dem klerikalen Bereich, weil es ja in der Kirche schon immer dieses Brot gegeben hat, diese Hostien. Und die wurden eben mit Hostieneisen gebacken. Ja, und die Hostieneisen, die reichen zurück bis ins 13., 14. Jahrhundert, vielleicht sogar noch älter, aber da gibt es keine Dokumentation drüber. Neben Hostieneisen findet man im Museum außerdem auch viele Waffeleisen aus der ganzen Welt. Zwischen japanischen, amerikanischen und belgischen Waffeleisen begeistert die Besucher des Museums besonders das älteste Eisen von 1671. Das mit 34 Kilogramm schwerste Eisen und das kleinste Eisen. An seinem Lieblingseisen interessiert den Inhaber des Museums vor allem die Geschichte. Und zwar ist das ein Hochzeitseisen. Und wir haben mal anlässlich eines Drehs hier dieses Waffeleisen benutzt und haben auch tatsächlich Waffeln gebacken. Und dann haben wir also entdeckt, dass da die Jahreszahl 1783 drinsteht und zwei Namen. Und das ist tatsächlich ein Hochzeitsdatum, wo zwei Leute geheiratet haben. Und zwar, das muss in Frankreich gewesen sein, Jean-Bertin et Anne Larcher. Das Waffeleisenmuseum kann nach Absprache von großen Gruppen wie Schulklassen und Vereinen zwischen April und Oktober besucht werden. Es ist nur eins der vielen Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten, die das Dorf zu bieten hat. Nur wenige Meter entfernt gibt es in Maasweiler mit der evangelischen und katholischen Kirche San Antonius, dem Rathaus und diversen weiteren Denkmälern viel für die Besucher und Anwohner des Dorfes zu entdecken.